Und jetzt kann es losgehen. Ja, danke Simon. Ja, hallo zusammen. Ich fange einfach mal an. Ja, wir drei, wir wollen einen weiteren LernOS-Guide starten, natürlich mit der Community zusammen. Und wir sind aus verschiedenen Bereichen der SAP, haben aber alle irgendwas mit Weiterbildung und Training zu tun. Wollt ihr gerade ganz kurz was sagen zu euch, Gerd und Bianca? Ladies first. Ja, hallo zusammen. Ich bin im Learning Experience and Design Team und ja, wir machen uns halt Gedanken, wie Lernformate weiterentwickelt werden können und arbeiten da eng mit den SAP Education Trainern zusammen. Zu ja, der Bereich, wo auch Thomas hingehört. Genau. Gerd Sturm, ich bin so auf der anderen Seite tätig von Bianca, also in der internen Ausbildung. Arbeite in einem Team, das größtenteils die Kollegen in Entwicklungsrollen und in Consulting-Rollen betreut mit Lerninhalten und interessiere mich tatsächlich für alle Themen, die Lerninnovation betreffen. Und Lernos ist ein tolles Thema, tolles Format, das wir gerne auch bei uns intern nutzen würden, aber auch was für die Community tun wollen und von daher unsere Erfahrungen mit einbringen. Das ist jetzt eine tolle Gelegenheit. Ja, danke. Ja, ich bin der Thomas Jennewein, bin bei SAP Training im Feld, mache da Business Development. Ich denke, der Gerd hat es eigentlich gut beschrieben. Ne? Wir folgen auch schon länger Lernos und waren bei einigen Events dabei und haben wir gedacht, ne, welches Thema betrifft uns? Wir machen sehr viele Schulungen, intern, extern. Jetzt sage ich wegen Corona also fast nur digital und ja, wollen wir da nicht mit der Community zusammen einen Leitfaden entwickeln? Genau, dann wir haben gedacht, ich share mal kurz was, dass wir einen ganz kurzen Input geben zu den initialen Ideen, die wir haben. Und Heißt das, dann ihr aber. sprecht Deutsch und wir arbeiten dann hinterher in Englisch? Ah, guter Punkt. Wir haben jetzt gedacht, dass es einfacher ist, dass wir es doch vielleicht alles in Deutsch machen, oder Gerd? Das war dein Punkt. Ich konnte heute Morgen leider beim Pitch, habe ich es nicht Genau, reingeschafft. ich habe beim Pitch eben gesagt, dass wir jetzt die Session auf Deutsch machen, perspektivisch, aber schon auch mit einbeziehen, dass wir zumindest Kollegen haben, englischsprachige Kollegen, die an dem Thema auch interessiert sind und mitarbeiten wollen, sodass der Lernpfad und gegebenenfalls auch der Austausch und die Zusammenarbeit dann eher auf Englisch wären. Aber für heute machen wir es auf Deutsch. Alles klar. Genau, ich glaube, es ist einfacher. Wir haben zum Beispiel auch schon einen Kollegen dabei, der kommt aus Indien und hat natürlich daher, das ist cool, wenn wir natürlich auf Englisch sprechen dann auch. Genau, wir haben aber auch zum Beispiel einen Trainer dabei von der Trainerabteilung in Deutschland. Dann ganz kurz mal einen Input zu geben. Bianca, willst du da anfangen? Motivation, ein bisschen was zum Hintergrund zu sagen? Ja, also digitales Training. Wir haben hier mal so ein paar Statistiken rausgesucht von der Fosway Group. Die haben eine Research gemacht, wie sich jetzt diese ganze Covid-19-Situation auswirkt auf Learning und Development. Ich glaube, die haben so über 100 Firmen in Europa befragt. Und da seht ihr halt 71% haben erkannt, ja, also der Bedarf nach digitalem Lernen steigt. Und auf der rechten Seite seht ihr hier die Formate, die jetzt irgendwie so am höchsten geratet werden, sind halt wie Videos, curated Content. Das heißt, dass man nicht mehr den Content selbst immer erstellt, sondern auch zusammensucht und aufbereitet. Mobile und Microlearning ist ein ganz wichtiges Thema, dass man wirklich on the job lernt. Und von unterwegs lernt, auf verschiedenen Devices lernt. Und natürlich die ganzen verschiedenen Plattformen, also die Learning Experience Plattformen sind wichtig. Und eben auch virtuelle Klassenräume und kollaboratives Lernen. Und wir jetzt bei SAP haben natürlich die Challenge, dass wir ebenfalls unsere Trainer ausbilden möchten oder unterstützen möchten, von diesem, ja, diesen Move zu machen, von dem traditionellen Face-to-Face-Training hin zu mehr virtuellem Training. Wir sind da schon ganz gut aufgestellt. Wir haben SAP Live Class jetzt zum Beispiel als ein Format für virtuelles Training. Und wir sind auch immer noch in einem Transformationsprozess, wo wir sagen, wir wollen uns da weiterentwickeln. Wir wollen
wirklich inspirierende und effektive Trainings halten, auch in Richtung zu überlegen, ja, ist es, wie kann man das zum Beispiel auch mit Remote Learning koppeln, also jetzt in Richtung Blended Learning, was kann man vielleicht an reiner Wissensvermittlung auslagern und wie kann man dann wirklich ein Präsenztraining virtuell nutzen. Und wir haben jetzt gesagt, gut, es gibt jetzt mit Covid-19, gab es natürlich jetzt einen Hype an Best Practices und Tipps und Tricks. Wir sind überflutet von Plattformen, Tools, was alles möglich ist. Und wir würden jetzt gerne wirklich so einen Lernpfad konsolidieren, dass wir Best Practices mal sammeln, zusammen überlegen, was könnte der Scope eigentlich von so einem Lernpfad sein. Und wir denken, dass jetzt halt eine super Gelegenheit ist, da einen Schritt voranzukommen und ja, und dass die LernOS-Community halt da ein super Umfeld ist, da weiterzugehen. Genau, ich denke, da können wir alle prima voneinander profitieren. Also eine Folie noch, dann wird man auch gleich zur Diskussion und ins Mural kommen. Also jetzt unsere Ideen, das ist ein Diskussionsvorschlag, ist folgendes, also auch um das Thema so ein bisschen einzuschränken. Zielgruppe sind Trainer, die eben den Bedarf haben, ja, Trainings digital zu machen, eventuell eben auch Präsenzschulungen zu digitalisieren. Da haben wir unterschiedliche Herausforderungen, klar, von technischen, die Deutschen nennen immer gleich Datenschutz natürlich, Selbstmanagement der Trainer, aber auch der Lerner. Das Thema Einbindung ist natürlich anders wie im Präsenzsetting. Ne? Da habe ich keinen Augenkontakt unbedingt bei Self-Paced und einige andere. Vom Scope her haben wir gedacht, wir wollen hier uns eben auf, also darauf fokussieren, das Designing, also die Vorbereitung, aber auch die Lieferung und die Nachbearbeitung von digitalen virtuellen Trainingsangeboten zu unterstützen. Also es gab zum Beispiel eine ähnliche Idee für einen LernOS-Guide für Workshops. Also das würde ich jetzt, da gibt es Überlappungen, aber würde ich jetzt nicht so in unserem Scope sehen. Also es geht hier wirklich darum, auch zu schauen, ne, welche Optionen gibt es, um Wissen aufzubauen oder Kompetenzen zu entwickeln. Und natürlich da verschiedene Methoden zu kombinieren. Ich meine, Blended Learning ist nichts Neues, machen wir auch schon ewig. Aber ich denke, es hat sich auch nochmal stark weiterentwickelt in den letzten Jahren. Und da vor allem sowas in so eine Guideline zu gießen zusammen, das wäre sicher, fänden wir super, wäre sicher auch eine gute Win-Win-Lösung. Ne? Und dann kann man von gegenseitigen Erfahrungen aus verschiedenen Firmen oder Menschen eben profitieren, um dann eben Trainern oder Leute, die eben Wissen vermitteln wollen oder andere weiterbilden wollen, hier zu unterstützen. Ne? Wir würden eigentlich auch versuchen, das natürlich bei uns dann auch einzusetzen, zum Beispiel, wenn wir junge, neue Trainer haben, wo auch immer die sind, intern, extern und so weiter. Ja, das war es eigentlich schon. Also das Ziel von der Session jetzt wäre, dass wir das einfach mal weiter ausarbeiten, vielleicht auch schauen, ne, wer hat Lust jetzt initial, wie so ein initiales Kernteam mal zu schauen und dann auf den nächsten Schritt zu gucken. Und das war es eigentlich schon von meiner Seite. Das nächste wäre jetzt, dass wir in das Mural gehen. Ich weiß nicht, ob ihr alle drin seid. Schon. Ich kann sonst noch mal vielleicht in den Chat. In den Chat posten vielleicht. Ne? Ja, genau. Ja, das wollte ich gerade machen. Super vorbereitet. Nochmal Chat. So. Seht ihr es? Also wir würden jetzt rausgehen aus Teams. Also ich würde es nicht sharen, weil es macht ja keinen Sinn. Am besten arbeiten wir da alle zusammen drin, oder? Bei der Videokonferenz bleiben wir schon alle. Ja, klar. Ich meine, aber ich würde das Mural jetzt nicht sharen. Ich würde jetzt direkt ins Mural gehen. Und genau, ich sehe hier schon einige. Warten wir gerade noch ein bisschen.
Sollen wir anfangen mit Participants, oder Gerd und Bianca, dass die alle, dass ihr alle euch kurz mal reinschreibt, wer alles dabei ist? Kann man machen. Thomas, sollen wir ins Mural reinschreiben? War das deine Idee? Ja, genau. Oben genau. Links ist eine Fläche Participants, Teilnehmer. Vielleicht könnt ihr da gerade mal eure Namen reinschreiben. Ich bin's, Rhinoceros, habe ich gerade gesehen. Dann, wir wollten anfangen mit Scope, in Scope, out of Scope, oder? Da nochmal zu sammeln. Danach genau. Auch. Wir können gerade eine Minute warten noch. Ne? Also Simon, wie lange haben wir insgesamt Zeit? Das war 11.45 Uhr, oder? Genau, eine Dreiviertelstunde ist immer. Alles klar, gut. Also haben wir jetzt noch gut Zeit, ja. Ich kann noch mal kurz ein bisschen rauszoomen. Ne? Also unsere Idee war jetzt, ne, eben zu schauen, ne, was ist in Scope, out of Scope? Wo sehen wir so Ziele? Wer ist für uns eine Zielgruppe? Dann vielleicht noch weitere Fragen sammeln. Ne? Wer kann von euch Best Practices teilen? Wer will eben direkt auch mitmachen im Lernpfad? Was wären nächste Schritte? Dann können wir vielleicht nochmal sammeln, was ist so der Titel des Lernpfads? Ich glaube, wir hatten irgendeinen Vorschlag als Headline, aber kann man sicher nochmal schnittiger formulieren. Vielleicht auch nochmal in ein paar Worten zu beschreiben. Genau, Next Steps haben wir auch oben. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dann auch nochmal Tipps geben, Simon, ihr danach, wie viel Zeit wir haben, was da nächste Schritte, was Sinn macht, ne? Vielleicht ein Inhaltsverzeichnis, erste Meetings und so weiter. Genau, da hatten wir gestern auch den Erfahrungsbericht vom Hadi, von dem Achtsamkeitsleitfaden, ne? Da haben wir viel zusammengetragen, aber da kann ich gerne im letzten Schritt auch noch was zu sagen, ja. Na, cool. Seid ihr alle fertig? Habt ihr euch alle eingetragen? Sollen wir mal anfangen mit Learning Path? Ja, sieht gut aus. Fokus, in Scope, out of Scope? Ja, bitte anfangen. Okay, alles klar. Dann sollen wir da einfach mal brainstormen. Was meint ihr? Vielleicht könnt ihr einfach mal reinschreiben. Ne? Wir haben mal einen initialen Input gegeben. Schreiben. In die Post-its. Also ihr seht ja oben links, Learning Path in Scope. Ich würde einfach von links oben nach unten gehen, dass man einfach mal brainstormt, wo sehen wir jetzt eben den Fokus jetzt von dem Leitfaden. Also jetzt einfach mal 5 Minuten reinschreiben und danach besprechen wir es zusammen? Oder? Genau, ja. Vielleicht können wir auch nochmal clustern okay. Dann, ja. Ich sehe gerade, wir machen es auf Englisch, ne? Die Post-its. Ja, habe ich jetzt auch gar nicht. Finde ich aber gut, dann müssen wir es nicht mehr übersetzen. Ne, super. Genau, vielleicht gerade noch 2 Minuten. Bei mir jetzt 2 nach, Viertel nach.
So, eine Minute, oder? Ich schreibe dann ein paar Schreiben noch. Bianca, hilfst du mir ein bisschen dann bei der Gruppierung, beim Clustern? Ja. Also du meinst jetzt inhaltlich nicht, dass ich da schiebe. Also einer sollte das, glaube ich, machen mit dem Schieben. Ja, man kann auch ich machen, klar. Ich fange mal an. Jetzt sagen wir mal. Stimmt. Also wir haben öfters mal Tools. Ne? Vielleicht kannst du eine Überkarte vielleicht in irgendeiner anderen Farbe schreiben. Tools ist, glaube ich, eins. Tools. Also oft haben wir Tools. Toolmatrix. Dann, was haben wir denn noch? Also Guideline, Checklist, das hatten wir, glaube auch mal. Tipps und Tricks geht so in eine Richtung, oder? Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht. Prozess, Checklist von Preparation Delivery. Ist der Technik die Überschrift? Ja, ich glaube, Technik ist vielleicht nochmal, das ist ein guter Punkt. Technik brauchen wir auch nochmal, so im Sinne von Plattform und Tool. Also ist halt eher bei Tools fast, oder? Tools und Plattforms vielleicht. Ja, vielleicht ist ein Punkt auch Interaktion oder Interactivity Communication, sowas in dem Sinne, also Learner Engagement. Das ist gut. Das ist da unten einiges. Ja. Genau. Und Technik vielleicht im Sinne von Kameras, Mikrofone. Hardware, ja. Hardware ist, und ja. Tools der Software, ja. Ja. Live Session Examples, das ist eher jetzt eine sehr Guideline. Ich glaube, so Examples ist vielleicht auch Nummer eins. Das hier ist eher der Prozess, Skeleton. Ich glaube, so Understanding ist eigentlich auch nochmal gut. So ein allgemeiner Intro ist es dann vielleicht. Irgendwie haben wir, die Karten kommen gerade bis durcheinander. Man muss ein bisschen weiter unten schieben. Meinst du bei Understanding quasi, welcher Pädagogik, welchen Verständnis von Lernen verschreiben wir uns? Ich könnte mir das vorstellen. Ich weiß, ich habe nicht die Karte geschrieben, aber das ist sicher nicht schlecht. Genau, ich habe die Karte geschrieben, vielleicht, genau. Ich weiß nicht, halt irgendwie habe ich alles an. Ja. Genau, mir geht es um ein gemeinsames Lernverständnis, was diesem Guide zugrunde liegt. Ne? Wir hatten gestern so eine Session, da ging es um agiles Lernen. Was versteht man drunter? Das ist ein Buzzword. Welchen Mehrwert liefert es eigentlich? Und ich glaube, ich fände es gut, wenn es eben ein gemeinsames Verständnis, wie verstehen wir eigentlich als Community diesen Lernpfad erstellen? Was verstehen wir unter Lernen? Vielleicht auch mit einem Glossar zu verbinden, wo Dinge eben definiert werden, um sich abzugrenzen. Sozusagen, um klar zu machen, worüber reden wir eigentlich oder wie sieht das Lernen dessen aus, wo wir hinwollen, ne? Wo wir hinqualifizieren und unterstützen wollen. Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist also eine gemeinsame Basis. Auch, ja, so eine gemeinsame theoretische Basis auch haben. Ja, vielleicht als Hinweis: Es gibt so ein LernOS-Template-Leitfaden, der quasi dafür gedacht ist, neue Leitfäden zu schreiben. Und da ist im Anhang ein Glossar, wo wir quasi so Basisbegriffe definiert haben. Da ist auch Lernen dabei und implizites Wissen und solche Dinge. Wo man sagen, idealerweise folgen quasi alle Leitfäden einer ähnlichen Definition. Und wenn man eine andere verwendet, dass man quasi einfach dazu schreibt, ne, wir verwenden nicht die Definition aus dem LernOS-Glossar, sondern verwenden eine andere. Den Link gerne auch noch posten dann. Ja, bitte poste den doch gerne mal. Dann, wir hatten auch so Handling Difficult Situations, das ist irgendwie so wie Tipps und Tricks oder so, oder? Das hat man, glaube ich, mal. Example Agenda ist vielleicht auch sowas, ne? Also Beispiele, Tipps und Tricks.
Ich hatte einen Punkt hier, so Soft Skills für Trainers aufgenommen. In dem Kontext würde ich auch das mit dem Handling Difficult Situations sehen. Also muss in der Lage sein, schwierige Situationen zu lösen. Was wäre da so eine Oberkategorie? Das wäre so... Gucken, ob noch was anderes dazu passt. Tipps und Tricks, so, so allgemein eigentlich, ne? Idee eines Lernpfadsideen würde ich auch so gemeinsames Lernverständnis dazu machen, oder? Digitized Existing Trainings. Ja, das ist so das, also das Ziel. Und dieses, ne? Wort ist special for digital learning, könnte man das unter, das müsste man so unter Interaktivität machen, oder? Wo bist du gerade? Bei der, die ich gerade schieb. Ja, es wäre auch so eine Art für ein Intro vielleicht auch, ne? So gemeinsames Lernverständnis. Ich finde, da passt eigentlich auch drunter, oder? Okay. Dann was haben wir noch? Digital Leveling. Dabei war. Ja. Also und Mimik und Gestik sehe ich beim Digital Learning oft nicht. Und was kann ich dazu anders machen? Also welche Möglichkeiten habe ich dann einfach? Und ich möchte gerne die Trainer, die bisher im Präsenztraining sind, einfach Tipps und Tricks oder Möglichkeiten geben, wie sie es dann besser oder anders machen können. Du meinst im Sinne von Feedback-Mechanismen? Genau. Oder also was unterscheidet das Präsenztraining oder das Digitale von Präsenz und wie können wir es dann trotzdem lösen? Passt das eher in das gemeinsame Lernverständnis oder so Soft Skills und Handling Situations? Also geht es in beide Richtungen ein bisschen, ne? Oder? Ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob vielleicht dieses Thema wirklich Transformation vom normalen Präsenztraining zum virtuellen Präsenztraining, ob das ein eigenes Thema ist. Also dieser Vergleich, was ändert sich? Also von den Methoden. Ja, eigentlich ganz gut, ja. Also es geht darum, einfach die abzuholen und denen zu zeigen, welche Vorteile oder welche anderen Möglichkeiten es auch gibt. Ja. Ja, Tipps und Tricks, da haben wir auch nochmal was, genau. List of Experts, irgendwo haben wir auch externe Ressourcen. Ich glaube, das können wir auch nochmal irgendwo. Vielleicht auch List of Experts and Examples, also Good Examples. Das Best Practice passt meiner Meinung nach selten, weil wir in einer komplexen Umgebung sind, aber dass man einfach eine gute Anregung bekommt. Wo war das nochmal? Tipps, irgendwo hatte ich das. Irgendwie. Ah, da, okay. Und irgendwie externe Ressourcen habe ich, glaube ich, auch geschrieben, ne? Weiß gar nicht, wo das ist. Aber egal. Digital Level Setting, wo passt das hin? Was ist damit gemeint? Digital Leveling of Participants? Wahrscheinlich, dass die unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, oder? So würde also ich habe es nicht geschrieben, aber ich würde es auch vermuten, dass es darum geht, dass die Participants verschiedene Skill-Levels haben, wenn es um die einzelnen Tools geht, vielleicht die eingesetzt werden. Ja, ich hatte das geschrieben. Du hast ja wirklich unterschiedliche Voraussetzungen, also Digital Skills bei den Teilnehmern. Bei manchen musst du halt bei Adam und Eva anfangen, die anderen, die können dir was beibringen im Rechner. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wie viel Zeit nimmt man sich am Anfang überhaupt nochmal, so eine Einführung in die Tools zu machen? Hat man das überhaupt? Was kann man voraussetzen? Ich habe nochmal geschrieben hier, Definition of Presets, also dass man gegebenenfalls die vorher abholt. Ja. Ich habe so Tool Onboarding habe ich noch draufgeschrieben, habe ich mir erlaubt, ne, dass so klar ist, um was es geht. Wo machen wir das hin? Das ist, Tools. Weizensinne unter Tipps und Tricks. Ja, das wäre die größte Kategorie. Kann man Lernziele unter gemeinsames Lernverständnis packen? Also ja, ich denke, es wäre so eins von den ersten Kapiteln dann wahrscheinlich, ne? Genau, welche Lernziele kann man überhaupt erreichen? Will man erreichen? Was hat das für eine Auswirkung dann, ne, auf das Design? Ja.
Und Glossary passt ja auch unter gemeinsames Lernverständnis. Hm. Stakeholder Management. Was war damit gemeint? Wer, von wem kommt die Karte Stakeholder Management? Hier, von mir. Hallo. Mhm. also für mich hat es zwei Komponenten. Das eine ist Stakeholder Management, indem ich die Führungskräfte der Mitarbeiter im Vorfeld schon abhole. Was ist ihre Erwartungshaltung? Finde ich extrem wichtig, weil es auch eine hohe Relevanz nachher für den Lerntransfer hat. Und die zweite Komponente Stakeholder Management ist bei mir, dass es auch irgendwo eine Verlinkung zur Strategie irgendwo hat. Also mir muss als Trainer auch irgendwo klar sein, welches Ziel oder welche strategische Ausrichtung haben wir denn. Und da bin ich ja in so einer, also in großen Unternehmen bin ich da ja in so einer Zwischenrolle. Also ich will das Interesse vom Business vertreten. Ich bin natürlich auf der Seite vom Lerner, aber natürlich muss auch alles irgendwo in das große Ganze mit einzahlen. Also das ist bei mir Stakeholder Management. Oh, jetzt habe ich irgendwie meine Karten unter den grauen Box aussehen geschoben. Ich weiß nicht, wie ich die wieder herkriege. Graue Box runter. Vielleicht. Das ist, würde ich fast sogar als eigenen Punkt sehen. Vielleicht so eine Vorbereitung, oder? Vorbereitung fast, würde ich fast sagen, oder? Wir machen so eine Vorbereitung oder als Onboarding. Ja, genau, so eine Rahmenklärung als Vorbereitung. Ich hatte gerade noch eine Karte ergänzt, und zwar fände ich es ganz gut, wenn wir das schaffen würden, den Stand der Forschung wiederzugeben. Also wirklich Belege, dass man Quellen hat, worauf beziehen wir. Ja, ich sehe vielleicht nicht den Stand der Forschung, relativiere ich, aber dass man einfach zuordnen kann, woher kommen die Ideen. Ne? Ich bin jetzt bei dem Thema Lernverständnis, dass man wieder auf welche Autoren beruft man sich oder das ein bisschen, ich weiß nicht, ob ja, wissenschaftlicher zu gestalten. Also wir haben gestern zum Beispiel, mir hängt diese agile Lernen-Session noch so ein bisschen nach, dass wenn wir etwas definieren, unser Verständnis auch wirklich sagen, woher kommt denn das eigentlich und was ist da der Stand, also zumindest zu dem, wo wir jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn wir so einen Lernpfad erstellen wollen. Das finde ich ein super wichtiger Hinweis, weil das auch in diesem Lernhaus-Template beschrieben ist, dass die Idee ist, dass man quasi da nicht irgendwas sich neu überlegt im Leitfaden, sondern eine Möglichkeit, ähnlich wie in der Wikipedia, alles auf erprobten, abgesicherten Ansätzen besteht. Ne? Wenn es sie nicht gibt, dann muss man klar was Neues machen, aber dass man quasi nicht ein Rad neu erfindet und jemand kommt dann ins Eck und sagt, das, was ihr da beschrieben habt, ist eigentlich schon vor 20 Jahren widerlegt im schlimmsten Fall oder so. Genau, ich finde das total, weil ich den Eindruck habe zum Beispiel, also das war in dieser agilen Lernsession, ne? Die Pädagogen sagen, Mensch, das, was ihr da unter agilem Lernen jetzt versteht, das ist doch alles nichts Neues. Ne? Wir haben doch immer Systematisierung von Lernerfahrungen, haben wir immer schon gemacht oder Metakognitionsprozesse oder so. Also die Sprache oft ist sozusagen die Sprache zwischen Pädagogen oder dieser pädagogischen Welt und Corporate Learning. Vielleicht reden wir über die gleichen Dinge, nennen das eine Teilnehmerorientierung, die anderen nennen es jetzt agiles Lernen, dass man das schafft, mit diesem Lernpfad diese Übersetzung zu schaffen. Dass es eigentlich sozusagen nicht nur um Buzzwords geht, sondern das Verständnis dahinter auch wirklich belegt ist. Und es gibt eine lange Tradition sozusagen von Lernansätzen auch. Ne? Die heißen vielleicht dann heute anders. Dass man das schafft, diese Brücke zu bauen mit dem Lernpfad. Ja. Ja. Also gut, wir müssen auf die Zeit gucken, glaube ich. Ja, danke, ja. Dann. Aber ich finde es gut, gerade auch Quellenbelege sollten auf jeden Fall auch mit dabei haben. Auch für weitere Further Reading, so ungefähr. Ne? Trainer. Im Endeffekt ist der Leitfaden sowas wie ein Trainer, ne? Mhm. Würde ich fast sagen. Das ist er. Dann, das war ja auch ursprünglich, glaube ich, mal so der Beginn der Diskussion. Ne? Genau, und das sollten ja schon auch dann richtig praktische Übungen auch mit reinkommen. So muss damit mal belassen, dass wir weitergehen. Also wir können das im Nachhinein noch mal ein bisschen ordnen. Es waren jetzt doch mehrere. Ist es okay, so mal noch mal drauf gucken, was meint ihr? Was wollen wir nicht machen? Das ist vielleicht auch immer ganz gut, dass wir da ganz kurz mal brainstormen. Ich würde gerne noch mal gerade zurück, dieses mit dem, wenn das ein Train-the-Trainer ist, das glaube ich hat Implikationen für die methodische, für die Auswahl der Methoden und der Tools. Also definieren wir das, also entwickeln wir einen Leitfaden für Menschen, die andere weiterbilden sollen, oder entwickeln wir einen Leitfaden,
der sich direkt an den Trainer richtet zum Einsatz. Das ist, glaube ich, eine wichtige Entscheidung, weil das für das Produkt einen Unterschied macht, glaube ich. Also für mich ist zum Beispiel so, wenn ich Multiplikatoren in einem Unternehmen fortbilde, ist mein Workshop-Angebot ein anderes, als wenn ich direkt Leute fortbilde. Sondern ich muss denen vermitteln, wie sie anderen Erwachsenen Bild an Dinge vermitteln. Und das ist eine andere Ebene. Also ich hatte die Karte geschrieben und mir war es wichtig, einfach das auch als Frage oder als Anregung mit niederzulegen. Weil wir halt eben für die Trainer auch sicherlich andere Anforderungen brauchen und gegebenenfalls hier einen Train the Trainer für Digital Training vorschalten sollten. Deshalb ist eine Frage, ist das was, was out of scope ist oder ist das was, was man eben mit betrachten soll? Also die gute Frage, die ein bisschen hintersteht, ist, wer ist die Zielgruppe? Also ich würde schon sagen, das sind eigentlich Trainer, also Leute, die Menschen, die Trainings halten. Jetzt ist eigentlich die Frage, sind das Hauptberufliche oder ist es jetzt der Projektmanager, der eine Schulung halten will, weil er sein Produkt vielleicht rüberbringen will? Okay, also es sind nicht nur Trainer, die andere Trainer weiterbilden. Es sind Trainer, die Lerner direkt ausbilden. Okay, ich glaube, also wenn man das will, wenn man TOT will, wenn man andere Trainer damit fortbilden will, dann glaube ich, ist das methodisch, didaktisch nochmal eine andere Nummer einfach. Ne? Dem muss man andere Dinge an die Hand geben, glaube ich, als jemand, der direkt sozusagen Leute schult oder die nicht. Nee, genau. Also wir wollen nicht Trainer ansprechen, die Trainer ausbilden, sondern wir wollen Trainer ansprechen, die tatsächlich Schulungen halten. Ja. Die dann ausschließen? Ja, lass doch gleich bei Out of Scope schreiben. Das ist super, super Überleitung zum nächsten Punkt. Also Out of Scope ist, ich habe mal geschrieben Workshops. Also natürlich gibt es Überlappungen, aber es geht jetzt hier nicht um einen Prozess zu gestalten, sondern Wissen oder Kompetenzen zu entwickeln. Und dann das andere ist auch, wie können wir das nennen, was wir gerade diskutiert haben? Training für Trainer, die Trainer trainieren. Also wir machen nicht Train the Multiplier, sondern Die Idee ist ja mit diesen Circlen oder Lerntandems in LernOS, dass jemand sich selber einen Skill neu erlernt oder Tools neu erlernt. Also ich am Anfang eigentlich immer ganz gut, jetzt in so einem Setting erstmal auf die Trainer zu fokussieren, die sich selber beibringen, was sie tun können, wie sie ihre eigenen Trainings modifizieren können. Und dann kann man im zweiten Schritt vielleicht über, wie könnte jetzt ein Train-the-Trainer-Ansatz auf Basis des Leitfadens aussehen, nachdenken. Ja. Für mich ist noch so eine Frage, wollen wir Trainer ansprechen, gezielt, die eher von der Face-to-Face-Ecke kommen? Oder also wollen wir diesen Schritt, diese Transformation explizit als Teil drin haben oder sagen wir blenden das jetzt mal völlig aus, diesen Vergleich zum Face-to-Face-Training? Ich habe das Gefühl, viele sprechen im Moment auch über Hybrid, also über zum Beispiel in vielen Kontexten damit zu tun, dass in so Berufsakademien darf nur noch die Hälfte der Schüler in den Raum. Das heißt, die haben so einen Wochentakt. Erste Hälfte ist die Hälfte da und die anderen remote. Und dann sind die anderen remote und die anderen da. Dementsprechend würde ich, glaube ich, schon irgendwie den Bezug zum Realen, weil im Hybrid habe ich den Bezug zum Realen sofort auch. Könnte ich mir vorstellen. Ja, Hybrid ist ja sogar nochmal eine ganz spezielle Variante. Das sind ja nochmal ganz spezielle Challenges für einen Trainer. Ja. Also wo passt das rein? Das können wir vielleicht oben nochmal reinschreiben. Hybride-Szenarien. Also ich weiß nicht, wie eure Trainer so drauf sind, aber wir haben momentan die größte Herausforderung, überhaupt mal digitale Kompetenzen an unsere Trainer ranzukriegen. Also der erste Schritt ist erstmal weg von Präsenztraining, also von Face-to-Face, überhaupt erstmal in ein Blended Learning Setting reinzukommen. Das ist scheint schon eine große Herausforderung. Ich glaube, Hybrid, da würden die alle total abschalten. Wir machen das, also zum unterschiedlichen Szenarien. Wir können es mal mit aufnehmen als Karte, oder? Dann ist so die Frage auch, was machen wir dann wirklich alles, weil es ist jetzt schon relativ viel. Müssen wir uns vielleicht auch nochmal fokussieren dann. Ne? Ja.
Ja, oder was man vielleicht dann in einem späteren Setting dann aufgreifen kann, wenn die Leute sich auch schon weiterentwickelt haben. Für mich geht es darum, diese Sichtweise zu erweitern. Die haben bis jetzt Präsenz gemacht und wie kriegen sie das Digitale mit dazu? Ja, genau. Es geht mir nicht darum, nur rein Digitale auszubilden, sondern einfach die da sind, in ihren Kompetenzen zu erweitern. Genau. Das ist auch vermutlich realistisch. Ich habe schon eine grüne Karte unten bei Out of Scope mit hingehängt. Und zwar wollen wir das Ganze jetzt für den Company- und Corporate-Bereich machen oder wollen wir das auch allgemeingültig machen, dass es eben auch für den Education-Bereich Schule anwendbar ist? Ich würde das für Corporate machen. Also ich weiß, es ist überall wichtig, aber ich glaube, da hast du mal ganz andere Rahmenbedingungen in Schulen oder Universitäten. Also ja, und da genau. brauchst du vielleicht dann andere Leitfäden, weil die haben dann nochmal andere Plattformen und, ne? Oder? Ja, okay, dann definieren wir es klar, dass für den Corporate-Bereich ist gut. Oder wenn man es erweitert für den Erwachsenenbildner-Bereich, also dass es sozusagen nicht nur Corporate ist, sondern Erwachsenenbildung. Ja, das fände ich auch gut, weil dann hätten wir auch diesen Punkt mit der Sprache, ne? Was wir eben kurz hatten, dass wir teilweise im Bildungsbereich komplett andere Wörter, Begriffe benutzen als im Corporate-Bereich, aber dahinter eigentlich die gleiche Idee und das gleiche Konzept steckt. Das ist auch ganz gut, weil im Kontext von der LernOS-Community gibt es einen Haufen Leute, die zum Beispiel aus Volkshochschulen oder so kommen, also alle so im Erwachsenenbildungskontext, wo wir auch immer merken, an vielen Stellen reden wir an denen vorbei, obwohl wir eigentlich über das Gleiche sprechen. Ja. Ne? Und das könnte so ein schönes ausgleichendes Element dann sein. Das sind dann eher Schulen, ne? Ja, dann würden wir sagen, in Scope ist Erwachsenenbildung und Corporate Learning, out of Scope sind Schulen, also Kinder, Jugendliche. Und Universitäten. Also jetzt so die klassische Bildung. Ja. Aber ich würde eigentlich denken, dass die Differenzierung hier nicht von der Target Audience kommt, sondern es sind eher so die Ressourcen. Also was habe ich an Hardware und Software-Möglichkeiten? Ja. Und aber dann halt eben auch, wie ist es mit den Trainern, mit den Lehrkörpern, was halt eben unterschiedliche Voraussetzungen sind. Also ich glaube nicht, dass nachher Schüler an einem Gymnasium schneller oder langsamer lernen als Mitarbeiter im Unternehmen. Nee, ich glaube, da gibt es extrem viel Überschneidung. Aber du hast das schon auch noch. Also ich finde es immer gut, wenn man sich fokussiert. Ich glaube, du hast, wie du gesagt hast, eine andere Plattform, anderen Kontext. Okay. Wir haben jetzt noch, die Zeit ging doch schneller. Ich habe gehört, das machen wir ganz schnell durch, aber das ist was ich frage mal ganz offen in der Runde. Also ich denke, ich fände es gut, wenn man auf jeden Fall guckt, wer hat Lust mitzumachen, weil wir haben ja nur noch 5 Minuten. Und was sind vielleicht nächste Schritte? Weil da sind wir jetzt, die anderen Punkte können wir dann vielleicht im Folgemeeting nochmal zusammenfassen, oder? Ja. Ist okay für euch? Okay, also vielleicht kann der Simon dann auch noch mal kurz einen Input geben. Also, wer will mitmachen? Wollt ihr gerade eure Namen reinschreiben in die grünen Kärtchen? Also einfach doppelklicken. Ja, oder nimm doch die Participant-Kärtchen und man macht die farbig. Ja, komm. Sollen wir das machen? Okay. Dann kannst du einfach die, macht sich jeder orange, der mitmachen will oder so. Was war hier links oben? Alles klar. Das ist witzig, wenn jetzt die ganzen Cursors gehen darüber wie ein Schwarm. Wieso hast du orange gewählt? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Grün wäre doch. Ja, oder grün. Orange, wo erinnert mich das dran? Ist egal, jeder nimmt die Farbe, die er mit mag. Cognion, vom Ach so, jetzt muss ich Die SAP, obwohl SAP hat auch gern orange, ne? Aber hier blau. Egal. Ist doch blau. Was für ein Orange? Das ist egal. Kann auch lila sein. Also nur, dass wir klären, die
Also Bianca, wie sollen wir das machen? Also wir gehen in das Participant-Fenster, die kopieren das oder die Leute sollen... Nee, du siehst ja jetzt schon, wer farbig ist, die möchten mitmachen. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Okay. Und wir von SAP sind gesetzt, oder? Ich meine, ich kann auch nicht mich nochmal farbig machen. Ist das ein Muss? Musst du das machen? Das finde ich gemein. Nee, ich dachte... Ich mache mich jetzt mal lila, so rosa oder was auch immer. Du hast ein Lied. Genau, Bianca, damit hast du jetzt... Ich bin lila, ich bin rosa, ich auch. Ja, siehst du, Thomas, wir haben die gleiche Farbe, guck, wir sind beide im Lied. Magenta. Oh! So, vielleicht sollten wir jetzt noch zu den Next Steps kommen, oder? Ja. Also es macht jetzt der Elias mit, der Benedikt, der Frank, von den anderen jetzt niemand. Also ich sehe ein paar Namen, Cursor noch. Ist ja cool, nur damit man das auch fürs Follow-up klar haben. Wir hatten rechts aber auch noch die Sandra, die hatte sich auch schon eingetragen, ursprünglich in dem rechten Feld. Also das haben wir jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ich glaube, wir schaffen das. Okay. Mich hat es jetzt irgendwie gerade rausgeworfen. Ich bin jetzt gerade erst wieder rein, jetzt habe ich es ein bisschen verpasst. Wir haben gerade gesammelt, wer Interesse hat, zukünftig mitzuarbeiten. Und genau. Du hast dich ja schon eingetragen. Habe ich mich schon eingetragen? Sandra, du hast dich ja rechts schon eingetragen. Ich bin Ute. Ute. Ute, oh, sorry. Ich bin Sandra. Ute Reigner, ich mache dich großer, wenn es okay ist. Rein, ihr macht es aber kompliziert. Oh, sorry. Sag mal, von der Form soll der ähnlich sein wie die bereits bestehenden Leitfäden? Also, weil für mich ist das alles Neuland seit der Session von Simon. Das heißt, wenn ich mir so einen Guide anschaue, das ist sozusagen das, was ihr euch vorstellt vom Umfang und von der Form, oder? Also es gibt eigentlich so eine Grundstruktur, die wir versuchen, in allen durchzuziehen, ne? Dass man sagt, man hat ein Grundlagenkapitel und ein Lernpfadkapitel. Ne? Das Grundlagenkapitel sind so eher die theoretischen Hintergründe und Lernpfadkapitel ist eine Abfolge von in der Regel 11 plus minus x Übungen, konkreten Praktiken, wie ich mir das selber erarbeiten kann. Das kann man sich so vorstellen, wie für viele Themen gibt es so ein Theoriebuch, also so The Fifth Discipline für lernende Organisationen. Dann gibt es The Fifth Discipline Field Book, da ist die Praxis drin. Ne, und da sind halt zwei dicke Bücher. Und bei uns ist die Idee, das quasi in einen Leitfaden zu packen und der sollte halt so 50 plus minus x Seiten haben, damit er nicht abschreckt. Und in einem Sprint, also in einem Quartal, mit ungefähr 2 Stunden Zeiteinsatz pro Woche durchlaufbar sein. Mhm. So der Rahmen. Und was dann da drunter passiert, das ist relativ dem Thema überlassen. Wie gesagt, gestern in der Session von dem Achtsamkeitsguide, da kamen schon so die ersten Good Practices und auch Sachen, wo sie gescheitert sind. Da lohnt sich mal die ersten 20 Minuten vielleicht von der Session anzugucken. Da war zum Beispiel sowas drin, was ihr jetzt andiskutiert hattet mit dem Glossar, dass die am Anfang ziemlich viel aneinander vorbeigeredet haben, was eigentlich Achtsamkeit ist und wofür man das verwenden kann. Und es hätte sich gelohnt, am Anfang mehr Zeit auf ein gemeinsames Verständnis zu verwenden. Oder dass sie sich recht schwer getan haben, quasi unterhalb dieser obersten Kapitelstruktur zu definieren, wie die Struktur drunter ist. Dann haben Leute schon angefangen, in Inhalte reinzuarbeiten. Dann haben sie irgendwann gesagt, jetzt kommen wir mal einen Tag zusammen und ziehen das fix. Und da haben sie auch viel gerungen und gestritten und dann hatten sie aber eine Struktur und dann konnten sie aufteilen, wer schreibt jetzt an was. Verstehe. Okay. Ja. Aber für mich geht das auch nicht anders, oder? Dass das so ein bisschen Hand in Hand gehen muss, dass man Inhalte reinbringt und dann strukturiert und wieder diskutiert und wieder strukturiert. Ich glaube, du kannst nicht vorher eine Struktur so aus dem als Trockenübung machen, oder? Das ist ein bisschen eine Frage von der Strategie, wie man rangeht. Bei den LernOS4U-Leitfaden haben wir halt quasi einen sehr agilen Ansatz. Das heißt, jedes Quartal kommt eine neue Version. Ne? Und anders als wenn ich jetzt ein Buch in den Verlag gebe, was dann vielleicht 5 Jahre so bestehen bleibt, kann ich sagen, ich timeboxe das. Ich sage, ich nehme jetzt mal einen Tag, um über Struktur zu sprechen. Und das ist die Struktur für die Version 01, weil ich weiß, wenn die irgendwie nicht passt, kann ich 3 Monate später die Struktur schon wieder anpassen. Ja, okay. Und wenn ich jetzt sage, ich will was haben, was ich dann in meinem Programm in der Firma die nächsten 2 Jahre verwenden will, ne, dann muss ich halt vielleicht mir ein bisschen länger Zeit nehmen, damit ich sicher bin, dass die Struktur halt länger hält. Ne? Aber wie das im Agilen ist, ich weiß halt nicht, ich sage immer, jeder Plan scheitert, wenn er auf die Realität trifft. Also sobald ich das dann Trainer gebe,
stelle ich fest, passen Sachen vielleicht doch nicht. Ne? Deswegen empfehle ich immer, erstmal mit so einer Version 0.1 anzufangen und dann vielleicht eine 0.2, 0.3, 0.4 und dann kommt irgendwann eine 1.0. Und dieses 0.0 signalisiert, dass das halt noch Work in Progress ist und noch nicht so festgefrorene Strukturen sind quasi. Also treffen uns einfach die, die jetzt sich da eingefärbt haben, würde ich sagen, nächster Schritt ist, wir treffen uns genau und arbeiten mal an so einem ersten Strukturplan und reviewen vielleicht nochmal, was wir hier beschrieben haben. Und oder? Terminologie vielleicht auch, ne? Bitte? Terminologie, also Begriffe, ja. Dass man über das Gleiche spricht. Darf ich noch mal ganz kurz nachhaken zu dem Time-Horizont? Was ist denn die Erfahrung bisher bei den Leitfäden, wenn die genauso entstanden sind, so aus so einer Community heraus oder unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlichen Teilnehmern? Wie lange wurde so im Durchschnitt dran gearbeitet? Ist das ein Projekt für ein halbes Jahr? Ist das ein Projekt, was in 3 Monaten bis zu einer ersten Version? Oder was ist die Idee dazu? Weise, der Achtsamkeitsguide, der jetzt irgendwann rauskommt, hat vor 1,5 Jahren angefangen. Aber die sind schon lange fertig. Die haben nur angefangen, in Word zu schreiben und haben sich nicht dran gemacht, das jetzt in dieses Format, was man für die Lern-OS-Guides braucht, zu übertragen. Ne? Und das machen sie jetzt. Eigentlich hätte er vor einem Dreivierteljahr, also nach einem Dreivierteljahr rauskommen können. Und der Achtsamkeitsguide ist auch ungefähr so lang gewesen. Also so zwischen 6 und 9 Monaten, würde ich sagen, ist typisch. Sketchnoting-Guide, deutsche Version waren auch so 6 oder 7 Monate. Genau, sowas, also so ein halbes Jahr, gutes halbes Jahr ist, glaube ich, ein guter Daumenwert. Okay, verstehe. Danke. Alles klar. Wir sind jetzt schon über der Zeit. Sollen wir dann einfach, also alle, die sich jetzt da reingeschrieben haben, mit per Doodle oder so, ich kann gern versuchen, was aufzusetzen, dass wir uns, was brauchen wir, vielleicht 2 Stunden oder so. Thomas, dann brauchst du wahrscheinlich die E-Mail-Adressen auch. Ja, wollte ich auch gerade fragen. Sollen wir die in den Chat posten? Sollen wir die in eine Mural reinposten? Und Smore wäre fast am einfachsten. Das wäre super. Alles guter Punkt. Gerade in die Karte oder wo rein? Das wäre super, ja. Gerade in die Karte? Und die halt, wenn ihr das Doodle verschickt habt, die E-Mails aus dem Mural wieder raus, weil die Links sind public, nicht, dass jemand unerwünschte Werbepost bekommt. Also wenn ihr das Mural verschickt, müsst ihr die E-Mails rauskopieren, dann könntet ihr den Kugel gleich ausschneiden, ne? Dass sie da nicht mehr sind. Ja, cool. Und wenn wir unsere Termine, also ich hatte vorgeschlagen, dass wir auf Connect arbeiten und dass wir da einfach unsere E-Mail-Adressen oder da sind wir alle erreichbar. Ja, dort könnt ihr auch, das machen auch viele Leitfaden-Teams, man kann in Connect, wenn man oben auf sein Profilbild klickt, da ist so ein Briefsymbol, da kann man Chats anlegen. Thomas, du bist ja auch im Lern-OS-Beirats-Chat zum Beispiel. Und da kann man alle Leute, die mitarbeiten, damit einfügen. Und da hat man so einen ganz einfachen Weg, wie man sich quasi austauschen kann zwischen den Terminen. Ne? Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Telegram oder irgendwas anderes nehmen, Slack. Aber das ist so eine einfache Möglichkeit, wo man es halt in der Nähe macht, wo eh die ganzen anderen LernOS-Leute und Community Call und so weiter eh unterwegs sind. Als Hinweis. Okay. Muss das irgendjemand anlegen dann? Also so ein Chat oder? Dann ist mal kurz, Moment. Darf ich kurz teilen? Ja. Mal meine Maus hier mal umschalten. Sagt mir mal gerade, wenn ihr was seht. Ja. Genau, also wenn ihr quasi hier reinkommt, dann landet ihr auf so einer Seite. Wenn ihr angemeldet seid, hier oben, ne, wenn ich klicke, dann gibt es hier das Briefsymbol. Ah ja, okay. Dann bin ich hier drauf und dann klicke ich nochmal und dann lande ich quasi im Chatbereich. Und dann könnte ich hier sagen, neue Nachricht. Und dann sage ich hier zum Beispiel LernOS Guide für Digitrainers. Und hier kann ich jetzt quasi alle mit dem Lern, also mit dem Account auf Connect hinzufügen. Ne? Also zum Beispiel Thomas, der wird dann gleich angezeigt. Und, okay, dann soll ich das mal versuchen? Stefan, ne? Und dann Doodle verschicken, ne? Darüber. Also das Doodle ist vielleicht einfacher jetzt in den gesammelten E-Mail-Adressen, aber dann kann man sich als Team halt einigen, weil man halt meistens nicht nochmal so eine Reply-All-E-Mail-Schlacht haben will, ne? Dass man da halt auf sowas ausweichen. Okay. Ja, lass mal mit E-Mail einmal starten, das ist ein guter Punkt, ja. Gut, ich glaube, also manche müssen schon raus, sind schon raus. Okay, haben wir denn die E-Mail-Adressen im Mural drin? Oh Gott. Noch nicht bei allen, ne? Also wenn alle angemeldet sind im Connect, haben wir sie ja da auch drin. Sind aber nicht alle angemeldet. Ja, sind nicht alle.
Okay, also von Frank, genau, und die Sandra. Ich schreibe es dir gerade noch rein in den... Und Thomas, wir bereiten einfach so ein bisschen, wir clustern nochmal die Ergebnisse vom Scope und bereiten das Meeting einfach so ein bisschen vor. Ja, genau, nach und vor, genau. Lass uns so nächste Woche mal kurz treffen, dann können wir, dann machen wir das und dann schicken wir euch das Protokoll an alle vielleicht und laden dann auch zum Meeting ein. Nee, das Protokoll müssen wir in die Session-Doku reinmachen. Das macht mehr Sinn, ja. Und laden dann zum Meeting ein. Alles klar, super. Also ich fand's super. Also es war, braucht dann doch länger, wie man denkt. Sind nicht ganz durchgekommen, aber ich fand es ein super Start. Ja, nur es ist wie die längste Reise. Es beginnt im ersten Schritt. Alles klar. Alles klar, dann. Die Aufzeichnung jetzt und tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Ciao. Ciao. Ciao.